So, einen schönen guten Tag, meine Freunde. Hier bin ich wieder, der gute alte, ja, Let's Jay. Und zwar habe ich für euch eine neue Folge Arma 3 mitgebracht. Und zwar ist das hier eine Mission von mir, die ich wahrscheinlich heute Abend im Koop mit einer Person spielen werde, die ich auf Twitch kennengelernt habe. Und ich dachte mir, ich spiele sie jetzt mal im Singleplayer, um sie euch vorzustellen. Und wenn das heute Abend klappt, nehme ich die Folge dann heute Abend im Koop auch nochmal mit dem Kollegen auf und lade die dann auch nochmal hoch. Ich wollte ja auf jeden Fall auch mal mehr YouTube-Content bringen für meinen SimJay-Kanal und für meinen Let's Jay-Kanal. Ja, und jetzt starten wir hier mit guter Baller-Action in Arma, da ich auch mit Arma wieder spielen wollte und ja, was soll ich euch groß sagen? Wir sind die US Marines, wir infiltrieren hier auf Tano, auf jeden Fall hier die Insel. Mit einem Gunboat geht's rein, schwach besetztes Pier hier, ballern wir uns den Weg rein. Dann setzen wir hier ab, das ist ein Respawn-Marker, den müsst ihr jetzt nicht beachten. Und müssen dann erstmal hier den Offizier killen, der hat hier seine Residenz. Dann sollen wir uns hier ein APC kapern, laut Aufklärung steht hier einer und wird repariert, ist nicht in gutem Zustand. Mit dem sollen wir dann hier vorstoßen an den ersten Funktower, der auch Medicore-mäßig gesichert ist. Den sollen wir zerstören und von da dann noch als Blitzangriff quasi rüber und den Haupt-, also den Funkturm für GSM, für Mobilzeug, GSM-Station, da steht es ja auch, zerstören. Ja, das heißt einfach nur, hier sind feindliche Patronen, hier sind feindliche Patronen oder Wachen und die Stadt ist gut gesized, da können wir nichts ausrichten, da sollen wir uns fernhalten von. Im Prinzip auch Flughafen fernhalten und hier auch fernhalten von. Und ja, dann haben wir es geschafft. Normalerweise spiele ich im Singleplayer immer so, ich save und reloade und Leute können sterben. Da das Ganze jetzt auf Koop getrimmt ist, habe ich hier ein Respawn und Revive eingebaut. Das heißt, ich versuche es jetzt einfach mal zu spielen, ohne zu saven. Ab und zu werde ich mich bestimmt dabei auch erwischen, wie ich save. Aber auf jeden Fall, wenn wir tot sind, Respawn, reviven wir einfach. Also in dem Sinne, genießt die Show, let's go. Ja, ich hoffe, es klappt alles. Oh, da krieg ich direkt eine Nachricht. Wie passend doch. So, ich habe noch ein bisschen rumgebalanced und so und mal schauen, wie das jetzt klappt. So, Käffchen habe ich auch am Start. Und dann schauen wir mal. So, also hier schwach besetzt, ein paar Paramilitärs, FIA-Kräfte, die werden aber von CSAT-Pacific-Kräften supported und umso weiter wir hier auf die Insel, in die Insel vorstoßen, umso schwieriger wird das. So, wir werden hier schon beschossen und da wird direkt zurückgeschossen, so wie sich das gehört. Marine Corps halt. Yeah, yeah. Bam, 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 bam. So. Okay, dann würde ich sagen, und runter vom Boot. Ja, also ich habe jetzt echt lange kein Arma mehr gespielt und ich bin direkt wieder begeistert, wie geil doch Arma eigentlich ist. Oh. Okay, den hat's erwischt. Gut gemacht. Good shooting. Guys, good shooting. So, dann warten wir hier mal einen Moment. Schauen wir mal, wo sind wir hier? Wir sind hier, so. Erstmal hier durchkämpfen und da hoch in den Offizier hoffentlich erfolgreich ausschalten. Und alles klar, so, dann warten wir mal. Erstmal hier in lauer Stellung. Ist noch nicht rein, das Gebiet. So, ich habe auch gerade jemanden schießen gehört. So, jetzt warten wir mal, bis sich die Boys hier verziehen. Ich wollte nämlich nochmal gucken, ob ich das hier richtig geskriptet habe. Nach einer gewissen Zeit sollte das Boot hier eigentlich wieder abdampfen. Mal schauen. Sieht so aus. Ja, oh, wobei kriegt die Kurve nicht. Ja, okay. Das hätte man berücksichtigen müssen.
Ja, guten Morgen. Sie schaffen sogar einen Rückwärtsgang reinzulegen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, der hätte sich da jetzt zum einen dachte ich, der hätte sich festgefahren. Und zum anderen dachte ich, der ist zu unschlau, um da lang zu fahren. Aber wir haben es geschafft. Okay, gut, Luck have fun, so Leute, das ist unser Signal. Jetzt gehen wir hier weiter. Also wir werden auf jeden Fall das ein oder andere Mal sterben, aber alle Leute respawnen. Es ist also eigentlich gewährleistet, dass man die Mission schafft. Und ja, ich bin halt mehr so auf dem Casual Trip im Moment. Also ich sag mir lieber Spaß als Frust. Ich bin kein Profi-Fighter im Real Life. Ich bin kein Splinter Cell, Sam Fisher, John Rambo, Spetsnaz, SEAL Team 6-Typ. Ich bin einfach hier ein Casual Gamer, der Spaß haben will. Und unfrustige Missionen machen mir einfach mittlerweile mehr Spaß. Als ich mit Arma angefangen habe, boom, die Hardcore-Mission. Ich weiß nicht, von 10 Missionen haben wir vielleicht damals in der Gruppe eine geschafft. Also ihr kennt das ja aus Erfahrung. Nee, nee, dann lieber hier ein bisschen Koop-Action und Spaß. So, jetzt habe ich natürlich mein Timing verpasst, weil ich mir ein Käffchen genommen habe, aber passt schon. Ja, den haben sie gut erwischt hier. Moment, kurz mal was gucken. Ja, Bloodlust ist drin. Das heißt, es ist blutiger. Den Mod habe ich mir noch schnell installiert. Was ist mit dem da vorne? Jo, das war's dann wohl auch mit dem. Tja, dass dann meine Kollegen nicht geschossen haben, aber okay, passt schon. Ah, man sieht schon hier deutlich mehr Blut. Nice. Könnte man jetzt natürlich auch falsch verstehen, was daran nice. Ja, ich find's cool. Fertig aus. So, okay. Alles safe soweit. Dann geht's weiter. So, da oben ist die Residenz, sieht man schon. Da oben, ja, sieht man schon, wie bei so einem kleinen Diktator, ne, der wohnt oben und bei ihm ist alles besser. Ja, so ist es auch bei unserem lieben Offizier hier. Aber sein Ende naht. Die Marines kommen. USA, Baby. So, da sind wir schon platt, hey. So, ich habe auch im Loadout noch rumgeschraubt. Ich habe zum Beispiel noch einen Rucksack mitgenommen mit hier ordentlich Sprengzeug und für die Funktürme und noch ein bisschen Munition. Aber man merkt, unser guter Squad-Leader hier ist dann auch schon recht schnell recht platt. So, jetzt wird es gleich spannend. Müssen wir hoch hier und mal schauen, ob er sich kampflos ergibt quasi. Oder nicht, keine Ahnung. Hohoho, wie spannend. Ja, vor allem mal sehen, ob wir es überhaupt schaffen, nicht wahr? Aber eigentlich, wie gesagt, wenn wir sterben, respawnen wir, also gut ist. Aha, das sieht ja aus, als hätte er da eine Barrikade gebaut. Oh, kann schon sein. Ja, dann schauen wir mal, was da noch so abgeht. Meine Jungs sind auch am Start, ganz tapfer. So, dann gehen wir hier mal kein Risiko ein. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, warum spielst du nicht First Person? Ja, wie gesagt, ich war mal Hardcore, aber ich bin's nicht mehr. Nur noch ab und zu und die Mischung macht's mal so, mal so. So macht halt einfach auch Spaß. So sieht man zum Beispiel schon, was da abgeht. Das würde man jetzt so nicht sehen. Ja, und es ist trotzdem schwer. Wenn ich jetzt hochgehe, die haben guten Aim, kann sein, dass ich trotzdem drauf gehe. So, der eine Typ ist weggerannt, der hat uns wahrscheinlich schon gesehen. Okay, noch nichts passiert. Oh, jetzt aber. Oh, das sind Cäsar-Kräfte. Ich hab's schon vermutet. Oh, verdammt, da links, da ballert auch noch irgendeiner. Natürlich bleibe ich hier voll am Zaun hängen.
Hab ich dich, du Schwein, du. So, was mit dem anderen hier? Oh, da wird aber schon heftig geballert, hey. So, okay. Oh, verdammt, da kommt einer. Oh, da kommen zwei. Oh, das lief aber gut. Also, es läuft nicht immer so gut. Oh, noch einer. Ja, also ich muss sagen, da habe ich mehr Glück als Verstand normalerweise. Ja, kann es hier auch an der Stelle passieren beim Probespiel. Moment, ich muss ganz kurz mal. Ich glaube, ich muss niesen. Achtung, Ohren zu halten. Entschuldigung, ich wollte sagen, Ohren zu halten, so let's go. Oh, es ist ja Multiplayer. Da bewegen die sich ja weiter, stimmt ja. Also ich teste es gerade im Multiplayer-Setting. Ja, wie auch immer, ja, beim Probespielen, ne, bin ich hier auch schon das ein oder andere Mal gestorben. Man weiß nie, wie es läuft. Auf jeden Fall habe ich, denke ich mal, es ist ganz gut gebalanced, um hier seinen Spaß zu haben. Ja, das ist auch sehr cool mit dem Blattlast hier, Blutflecken an der Wand und was weiß ich nicht noch alles. Gefällt mir einfach, gefällt mir. So, ist hier alles safe? Ich habe keine Ahnung. Mal langsam vorlimpen hier. Okay, sieht sauber aus. Okay, gute Arbeit, Jungs. Weiter geht's. So, nochmal mein Mikro checken. Okay, Mikro läuft. Let's go. So, hier links ist die Tankstelle. Da sollen wir den APC kapern. Mal sehen, in welchem Zustand der ist. Und mal gucken, ob da überhaupt jemand ist. 100 Meter, front! Aha, ja gut, er sagt was, aber ich sehe noch nichts. Ah, da drüben. So, alles klar, dann. Ups. Oh, da rennt er. Der Lurchi. Boom. Tja, sah so aus, als wäre er unbewaffnet, aber wenn er für die Bösen arbeitet, dann arbeitet er nur mal für die Bösen. Was soll ich dazu sagen, meine Freunde? So, okay, das sieht auch sauber aus. Weiter geht's. Mal kurz die Benzin, die Kraftstoffpreise checken. Diesel, ja, Diesel ist Diesel, Baby. Guck mal, wie teuer hier die anderen sind und wie billig Diesel ist. Geht das mit rechten Dingen zu? Hell, I don't know. Okay. Alles klar bei euch, Leute. Sehr schön. So, da rechts ist die Tankstelle eures Vertrauens. So, dann schauen wir nochmal hier. Alles gut, ja. So, was haben die Herren hier gemacht? Nichts Gutes, dann würde ich sagen. Ja, starten wir mal die Kiste. Wie gut, dass ich einen Panzerführerschein habe. So, das Ding an. Dann meine Kollegen hier reinbitten. Können wir ja schon mal die Luke aufmachen, ein bisschen frische Luft reinlassen und so. Yeah. Oh, was steht da? Refueling? Ach, das wusste ich gar nicht. Seht mal, wenn der an der Tankstelle steht, wird der auch automatisch getankt. Also das wusste ich auch noch nicht. Ist ja mega geil, das sage ich mal so, ne? Hupe und los geht's. So, wir haben einen Mann am Gunner und alle voll. So, und jetzt nicht zu schnell fahren. Nicht zu schnell. Schön vorsichtig. Also die Karre ist nicht in Top-Zustand. Man sieht es ja schon, die Reifen sind platt und. Ja, die Reifen sind auf jeden Fall platt. Ansonsten keine Ahnung, viel Munition wird auch nicht drin sein und ja. Also so imbar ist die Kiste nicht, auch wenn man das vielleicht jetzt denkt. Aber so, man kann hier auch eine Art Vollbremsung machen. Seht ihr, die hinteren Reifen, Räder komplett blockiert. Das nach meinem Geschmack hier. So, wer ist denn hier überhaupt Gunner jetzt? Der zweite Mann, glaube ich. So, da würde ich sagen, wir kommen hier langsam
langsam aber sicher ins Krisengebiet. Wo sind wir denn? Hier sind wir. So, hier haben wir das Vehikel und hier sollen wir hoch und hier sollen wir einbuschen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, dann gehen wir da mal lang. Oder besser gesagt, wir fahren. Noch fahren wir hier, meine Freunde. So, ich wollte gerade hupen, aber ist vielleicht keine gute Idee. Ja, schönes Teil, dieser Merit. Der, ach ja, guck mal, der ist sogar, ich glaube, der kann sogar im Wasser fahren. Das sieht doch da hinten aus wie so ein, wie so eine Schraube, Schiffsschraube. Ja, naja, gut. Schauen wir mal, nicht wahr? So, ich denke auf jeden Fall bei dem ersten Funktower, oh, da ist sogar eine Patrouille am Start. Ja, dann komm, Baller. Oh, gut getroffen. Nicht schlecht, guter, oh, da ist noch einer. Guter Schuss. So, okay, dann. Ja, das hat ja auch ganz gut geklappt. Was ich sagen wollte, da oben, hier bei dem Turm, dem ersten Turm, wir müssen ja zwei zerstören. Da kann man schon ganz gut mit Widerstand rechnen. Dann schauen wir mal, was da so abgeht, meine Freunde. So, noch haben wir Munition. Glaube ich. Ja, jetzt ist die Frage, wissen die da oben, dass wir kommen? Haben die die Schüsse hier von dem HMG gehört oder nicht? Und, was ist eigentlich das zweite Rohr? Hat er hier einmal Granaten und einmal MG-Feuer oder... Oder wie oder was? So, in bester SnowRunner-Manier fahren wir da jetzt hin. Muss man sich natürlich auch überlegen, taktisch klug anzufahren. Ich weiß nicht, ich denke mal hier in dieser kleinen... Lücke ist mal ganz gut gedeckt. Wir wissen nicht, was uns da oben erwartet. Nur eins weiß ich, da wird auf jeden Fall eine Wachmannschaft sein. Also ganz ungehindert können wir da nicht die Dinger sprengen. Das ist mal klar. Ist das da hinten? Ein Busch. Ja, muss man natürlich auch erstmal wissen. So, Gas geben, Gas geben, Gas geben. Oh, nochmal Gas geben, Gas geben, Gas geben. Zack. Moment, wir machen es schlau. Eigentlich können alle raus, außer der Gunner. Ich hoffe, die 2 ist auch der Gunner, aber ich denke mal schon. Aber wenn nicht, wissen wir auf jeden Fall gleich, dass wir das falsch gemacht haben. So, weiter geht's. Das ist hier bester Panzergrenadiermanier. Geht's hier hoch. Mechanisierte Infanterie. So, links sind die Boys und rechts sind die Boys. Alright. So, er bewegt auch den Turm. Alles. Oh, da sind wir schon. Okay. Ja, dann. Das wird schwierig. Okay, lass knacken, Dieter. Oh, verdammt. Jetzt Baller. Baller, ballern, ballern. Oh, Junge, warum schießt du nicht? Ja, jetzt. Komm schon, komm schon. Alter, du musst den Turret nicht immer gerade drehen. Genau, lass den doch da links stehen. Ja, das läuft ja wie am Schnieschnarschnürchen hier. Oh yeah. Aber wenn da einer mit einem Raketenwerfer dabei ist. Schießen! No ammo! Hä, wir haben doch Ammo. What the foe? William the Foe, Alter. Okay. Ja, krass, das ging besser, als ich dachte. Okay, dann Rückwärtsgang rein. Ja, dann würde ich sagen... Ganz professionell stellen wir den hier mal an die Seite. Und würde ich sagen, stop. So, dann gehe ich wiederum raus. Und der Gunner bleibt drin. Ja, cool. Das funktioniert ja einfach spitzenmäßig gut. Oh, da war der Raketen-Joe, aber zum Glück hat er, ist er nicht dazu gekommen, seine Rakete abzufeuern. So, dann versuche ich jetzt mal mein Glück. Tatsächlich habe ich das noch gar nicht ausprobiert. Explosive, Satchel, wie auch immer.
Touch of Bomb 1. Oh, wir haben einen Down, was da passiert. Ja, Jungs. Hold Position, Baby. So, dann lass mal sehen, ob hier nicht gleich alles in die Luft fliegt. Oh ja. Naja, zumindest der Dings ist down, aber wir haben einen Mann mitgenommen. In den Tod. Ja, dann würde ich sagen, Regroup. Ja, okay, also diese Statue, die hat schon ordentlich Bums, gut zu wissen. So, und unser Mann da oben gibt Overwatch, kann man das so sagen? So, dann schauen wir mal. So, und der eine ist gerade respawned, ich weiß nicht, ich hoffe, man hat es gesehen. Wo sind denn die bösen Jungs? Direct Front, okay. Müssen wir ja dann irgendwie hier so ein bisschen sehen auch, oder? Weil die werden sich auch gut versteckt haben. Okay, unser Overwatch-Truck, der bleibt da oben erstmal stehen. Irgendwie ist mir das gerade gar nicht geheuer. Da hinten ist schon das Hauptziel. Oh. Na? Zwei Guards am Eingang. Ein, wie nennt man das? So ein Transport-Truck. Und da hinten ein bisschen Cargo. Und das ist das Hauptziel hier. Alright, dann. Ja, ich weiß nicht, gehen wir jetzt da zu Fuß rüber oder nicht? Shit, wo kommen die denn her? Ach nee, das war hier... Ach, guck mal, der schießt hier rüber, auch nicht schlecht. Ja, dann machen wir es uns doch auch mal hier ein bisschen bequem im Gras. Northeast, hä? Irgendwo hier. Ah, da ist der Bösewicht. Ja, das sieht so aus, als würden wir den treffen. Jetzt haben wir ihn erwischt. Glaube ich zumindest, dass wir das waren. So noch ein Schlückchen Kaff, würde ich sagen. Ja, also dieser hier... Na, dieser Marit, der ist schon OP. Ich war eigentlich der Meinung, ich habe dem gar nicht so viel Munition mitgegeben. Okay, schauen wir nochmal. Ich habe das Gefühl, irgendwo da unten lurken auch noch irgendwelche Boys rum. Ja, was soll man machen? So, dann hole ich mir mal wieder den... Oh, verdammt. Ja, okay, ja. Dann holen wir uns mal den Marit. Solange der hier noch Munition hat. Ich weiß es gar nicht, deswegen müssen wir, jetzt mal kurz mal die Position hier switchen. Munition, nichts mehr. Ja, okay, das heißt, wir können hier auch getrost rausgehen aus der Karre. Und auch unser Mann, der da jetzt die Gunner-Position hat, beziehungsweise jetzt gerade ist er auf die Driver-Position, raus mit dem. Lassen wir die Kiste da mal stehen. Und ja, zu Fuß weiter. Also dann ging das doch auch von wegen nicht genug Munition. So habe ich mir das gedacht. So, wie sieht's aus? Unser ganzes Team ist am Start. So, wir gehen rüber. Puh. Sind die von uns hier? Sieht fast so aus. Rest in peace, guys. So, dann müssen wir jetzt da rüber. Okay. Los geht's, meine Freunde. Alter, Alter, wo sind die denn? Irgendwo da hinten. Ja, die verstecken sich da zwischen den Bäumen. Ich sehe hier nichts. Oh, da ist einer, okay. Ja, das ist sicher nicht super nice.
Ja, das macht ihr gut, Jungs. Das macht ihr richtig gut. Oh, da hat sich was bewegt, da rechts. Wenn man ein bisschen Sperrfeuer geben, kann nie schaden. Außer wenn man seine Position ver nicht verraten will, dann schon. Oh, da rennt einer. Nein, teilweise nicht immer so leicht. Zweimal getroffen. Und tschüss. So, wie sieht's aus, Jungs? Alles cool bei euch? Oh, da ist noch einer. Korrektur, da war einer. So, reloading. Puh, okay, dann. Ich weiß nicht, ist hier die Luft rein? Ja. Immer schwer zu sagen vorher. Da würde ich fast sagen, nein, da ist die Luft nicht rein. Ja, das habe ich gehört, aber ich sehe ihn nicht. Oh, verdammt. Oh, irgendwo da oben, verdammte Scheiße. Jungs, kann ich mal ein bisschen Schutz haben hier? So, dann wollen wir uns mal kurz verarzten. Ah, da links ist er. Ja, los, Beeilung. Jetzt. Oh. Ja, aber auch keiner von meinen Typen hier nimmt den mal richtig saftig unter Beschuss. So, okay, dann haben wir den auch. Reloading. Mann, 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 das war ja ein ganz schön harter Hund hier. Achtung. Weiter geht's. Mann, wieso habe ich denn hier nur so Wegwerfmagazine? Ich brauche mal ein volles. Der lädt da immer wieder die angesabberten Magazine rein. Was soll denn das? Oh Mann, naja gut. Selbst ist der Mann. Na, wir haben ja nur noch diese angesabberten. Da müssen wir mal hier so jetzt ein gescheites nehmen. 30 Schuss, so gefällt mir das. Alles klar. So, wir müssen hier hoch und das werden wir auch tun. Wir werden also auch nach da oben gehen.
Noch ein Schlückchen Kaffee, warum auch nicht? So, wo geht's denn hier eigentlich hoch? Ja, da die Straße oder hier übers Gebüsch. Gebüsch ist sicher nicht verkehrt. Okay. Wo steht da einer? Ich hoffe nicht. Lebt er noch? Ich meine, der reagiert überhaupt nicht. Naja. Das muss nichts heißen bei Arma. So, mal gucken, wo sind meine Dudes. Links, rechts. Okay, die kommen gut mit. Finde ich nice. So, dann schauen wir mal, was da so geht. Also den Teil da hinten habe ich jetzt noch gar nicht Probe gespielt, den habe ich jetzt auf dem Editor neu eingebaut, deswegen mal schauen, was da jetzt so geht. So, Smoke out. Was man hat, das hat man. Hoffentlich fällt uns da jetzt von rechts keiner in den Rücken, also in die Flanke. Oh, die Typen leben ja noch. Die zwei Sentries da. Oh, nice. One shot, one kill. Sehr schön. Voll einen Headshot verpasst. Oh, da habe ich auch fast einen mitgekriegt. Reloading. Los Leute, schnappt euch die Schwan-Rittys. Yeah, nice shot. Okay, also heute beim Probespielen läuft es ja extrem gut. Ja, mal schauen, ob das dann heute Abend in der Mission auch so, also in der Koop-Mission dann auch so gut läuft. Naja, kommt vor. Da ist wohl einer von uns, sagen wir mal, nicht ganz lebendig davon gekommen. Aber Reinforcements sind schon unterwegs. So, okay, move, move, move. So, da links hat sich auf jeden Fall einer in dem Haus versteckt. Oh, da ist noch einer. Ja, wenn man Escape from Tarkov auch so schön im Singleplayer spielen könnte wie Arma und eigene Missionen bauen, dann wäre ich sowas von happy. Ich weiß, man kann zwar gegen Bots trainieren und so, aber es müsste noch so einen richtigen Singleplayer-Modus geben. Das wäre so geil mit allem drum und dran. Das wäre genau nach meinem Geschmack. Und online ist es mir echt zu stressig und irgendwie auch zu, ja, zu undurchdacht noch, aber ist ja noch Alpha, kann ja noch was werden. Hat auf jeden Fall auch derbe Potenzial, das Spiel. Und irgendwie habe ich schon drauf, auch Bock drauf, bei Escape from Tarkov weiter zu ballern. Aber ja, Singleplayer wäre optimal. Verdammt. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder herkam. Da, der hat uns hart in die Flanke ge... Oh, da ist er.
Hat er uns hart in die Flanke genommen, wollte ich sagen. Das hat er in der Tat. Ich sehe ihn gar nicht. So, mal auf Burst Mode hier umschalten, Close Distance. Wobei, oh ja. Ich habe gerade noch mal umgeschaltet, das war eng. Habt ihr es gesehen? Der hat mich ein, zwei Mal getroffen, aber ist an der Platte hängen geblieben. Oh ja, du mieser Drecksack. Oh, verdammt, da ist ja noch einer. Oh shit, reloading. Wo kommen die denn her, Mann? Jungs, ihr müsst mal hier mit den Arsch ein bisschen decken hier drüben. So, dann looten wir hier nochmal ein bisschen was. Alter, Alter, wie krass, da kam der out of nowhere. So, ich gehe jetzt hier mal in Burst Mode. Sicher ist sicher. Aber ich habe das Gefühl, der ein oder andere campt hier noch und wird mich gleich voll erwischen. Na gut, irgendeiner muss ja hier nach vorne. Ja, erschreckend gut, wie das läuft. So, wie geht's hier los? Wie geht's hier ab? Wo versteckt er sich? Irgendeiner hat doch da noch rumgeballert. Jungs, kommt ihr eigentlich auch mal oder was ist los mit euch hier? So, nochmal auf Burst Mode switchen. Man weiß ja nie, was einen hier erwartet. So, ich glaube, da ist noch ein oder der ein oder andere Überlebende von dem Wachteam hier, der jetzt gerade flüchtet. Und ich glaube, meine Leute schießen jetzt einfach dem in der Ferne hinterher. Können ja nochmal auf die Map gucken. Okay, da scheinen angeblich laut letzten Sichtdaten noch so ein, zwei Leute rumzulurken. Na gut, so, schauen wir mal. Wie kriegen wir das Ding hier eigentlich klein? Das wird wahrscheinlich mit einer Explosive Charge nicht zu machen sein. Achtung! Nö. Aber wie gut, dass die Leute hier auch noch gerade ihren Transporter entladen haben und scheinbar auch ein bisschen Explosion dabei haben. Also, ja, Explosion. So, schauen wir einfach mal. Boom, ja, das ist schon ein gutes Loch hier, aber ein gutes Brandding. So würde ich sagen, einmal die. So kann ich jetzt auch noch ein paar andere dahin legen. Da bin ich aber gespannt, ob wir das dann am Ende in die Luft jagen oder halt nicht. Oh, quasi das große Finale jetzt. Tatsächlich habe ich natürlich auch vorher nicht getestet, ob man das überhaupt sprengen kann. Ich bin einfach mal davon ausgegangen. Wenn nicht, denke ich mir das halt einfach mit meinem Kollegen aus der Mission. So, ihr seht ja hier, guck mal, die haben so eine typische USA-Anhängerkupplung. Wäre ja geil, wenn es irgendwann mal ein Update kommt, dass man auch Anhänger dran machen kann. Oder wisst ihr was? Ich gucke nachher mal im Workshop nach Mods. Das wäre ja voll geil. Da könnte man ja auch noch einen auf Trader Truckfahrer, der Military Truckfahrer Simulator machen. Oh shit!
Oh shit, es kommt runter und es hat so eine Wirkung, dass wir direkt hier von der Druckwelle und Splittern verletzt wurden. Ja, okay, so gefällt mir das. GG, my friend. Alles klar. Dann würde ich sagen, Mission erfolgreich. Gute Arbeit, Jungs. Sehr gut. So, Waffe runter. Nochmal gucken. Wow, impressive. Okay, Leute. Dann sage ich mal so. Ah, jetzt sehe ich es natürlich nicht. Also ich salutiere hier gerade. Danke fürs Zuschauen und Jungs, ihr habt einen super Job gemacht. So, wir sehen uns in der nächsten. Oh. Ja, der ist auch leicht verwirrt von der Explosion. Wahrscheinlich hört er nichts mehr. Okay, gute Arbeit, Leute. Also, in dem Sinne. Ja, wer Bock hat, auch mal mit mir auf Mission zu gehen, der schreibt mir gerne einfach in die Kommentare, dann können wir uns in Steam adden. Und ansonsten, ja, ich schreibe immer mal in Steam Leute an oder auf Twitch, wenn ich halt Leute sehe, vielleicht auch auf YouTube. Also ich plane nichts Großes. Ich möchte halt einfach immer mal mit einem irgendwelche kleinen Koop-Missionen spielen, die ich selber baue, die halt so in dieser Größenordnung sind. Und damit hat sich's auch schon. Und ab und zu mache ich dann auch Entschuldigung, Singleplayer-Mission, die ich halt einfach so spiele und euch hier präsentiere. In dem Sinne, macht's gut, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst schon, Daumen hoch, abonnieren und weitersagen. Tschüss.